Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Wir sind... Oh, perfekt. Ah, perfekt. Okay. Wir sind immer noch bei Mega Picross in der Reihe. Das... Okay, es ist hier eine Mega 2. 1... 2... 2... 1... 1... 2... Das hier muss irgendwie eine 4 sein. Also kann das hier schon mal weggeext werden, alles. Hier sind noch irgendwie 2 Einsen, alles klar. Ja, wir sind immer noch bei Mega Picross im Gange. Das muss nicht unbedingt nach hier gehen. Das kann einfach nach 1, 2, 3 gehen, so. Aber hier geht's definitiv nicht mehr. Das heißt, hier haben wir die 4. Das heißt, hier muss die 4 sein. Haha! Alles klar. 2, 2, zack. 5, so, 1. Oh, 12 haben wir hier, alles klar. Hier haben wir eine 4. Wir haben 2 und hier haben wir eine 4. Ach, hier muss die 4 sogar komplett sein, alles klar. Hier kann keine 2 mehr sein. Aber es könnte noch eine 1 hier sein, oder? Theoretisch? Im Prinzip so? Ich glaube schon, deswegen lassen wir das mal. Hier kann noch eine 2 sein, haben wir hier eine 4. Eine 3. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier haben wir eine 1. Machen wir mal hier weiter. 1, 2, 3, zack, 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1. Alles klar. So viel wissen wir. Das... Das ist irgendwie eine 5, ne? Ja, hier muss die 12 ja irgendwie verbunden sein, tatsächlich. Das heißt eigentlich... Ja, die muss noch hier unten. Hä? 1, 2, 3, 4... Wenn ich die jetzt nach hier unten mache... Ach doch, klar. Ja, dann haben wir hier auch die 12 noch connected. Alles klar, okay. Aber die geht dann noch bis weiter nach hier oben, genau. Okay. 1, zack, 1, 2, zack, 1, zack, 1, 2, 3. Ja, alles klar, das passt. So. Haben wir hier eine 3 auf jeden Fall. Haben wir hier eine 1. Hier muss irgendwie die 3 rein. 1, 1, 1. 3 fertig, 3 fertig. 2 fertig. 12 muss verbunden sein. Haben wir... Nein. Ja. Ach, das war schon das Ende der 12. Was? Okay. Okay. Hier muss die 3 sein. Die Mega 3. Hier haben wir eine 3. Hier haben wir eine 5. Einsen haben wir keine mehr. Okay. Hier haben wir noch irgendwie die 8. Hier haben wir auch noch die 8. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Ja, okay. Die 8 haben wir fertig. Das kann ja auch noch die 4 sein, tatsächlich. Deswegen lassen wir das erstmal mal. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, 1, 2, 3. 3, zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Das sind Einsen. Das hier könnte auch die 3 sein. Das muss die 3 sein. Stimmt. So. Können die 2 hier nicht mehr sein. Haben wir 1, zack. Das hier muss hier die 3 sein und hier oben ist die 1. Das ist also hier eine 1. Wir hier noch irgendwie eine 4. Wissen nur nicht genau wie. Wir hier zwei Einsen. Die 1 fertig, die 3 hier. Zack. Haben wir hier die 6 und die 3. Haben wir noch eine 2 irgendwie. Das haben wir fertig. Die Reihe haben wir fertig. Hier haben wir noch zwei Einsen. Eine hier. Hier ist fertig. Haben wir hier eine 1?
ist hier eine 1, haben wir das fertig, haben wir hier eine 1, haben wir das fertig, haben wir hier oben eine 1, haben wir die 4 fertig, haben wir hier eine 1 und eine 2 und hier eine 2. Alles klar. Das ging doch eigentlich sogar gar nicht mal schlecht, würde ich mal meinen. Hat gut funktioniert. Oh, da haben wir eine 0. Jo. Hier haben wir eine 4. Das heißt, wir haben da schon mal die 5 in der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. Können wir schon mal weg-xen. Hier haben wir nur 3. Oh, ich habe die 4 schon fertig gemacht. Ups. 2, 3, 4, 5. Zack, 1, 2, 3. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir hier die 7. Dann muss es ja auf jeden Fall verbunden sein. Das haben wir... Das ist okay, okay, wir haben schon 6 jetzt. Alles klar. Haben wir hier noch eine 3 irgendwie? Das heißt, das hier muss die 5 sein. Das ist mindestens hier irgendwie. Eins, zwei, drei, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, mindestens hier, so. Zack. Dann haben wir die 6. Okay, dann haben wir auch die 5 und die 3 fertig. Sehr gut. Das, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zack, eins, zwei. Okay, haben wir auch das. Haben wir nur eine 2. Haben wir die 7. 1, 2, zack, 1, 2, 3, 4, zack, 1, 2. Okay, haben wir das hier auch. Haben wir die 3. Haben wir hier hinten die 2. 3. Zack. Die 5. 1, zack, 1, 2, 3, 4. Haben wir hier die 5 auf jeden Fall. Zack, 1, zack, 1, 2, zack. Okay. Das hier muss eine 3 sein, oder? Ja, die 5 kann es nicht mehr sein. Also muss das hier eine 3 sein. Ja. Hier können noch eine 3 hin. Muss sogar. Hier muss die 3 sein, hier muss die 1 sein, weil das hier die 5 ist. Die 3 muss ja neben der 5 sein, anders hätte das nicht mehr gepasst, tatsächlich. Hier dürfen wir entweder die 3 oder die 2 haben, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hier haben wir eine 1. Das heißt, das hier kann auch schon alles weggeext werden. Und hier oben auch. Hier unten haben wir eine 2. Das weg. Hier haben wir die 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. Haben wir hier die 7 auf jeden Fall. Das sind schon mal 5. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack, 1, 1, zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, irgendwie so passt das schon. Also hier muss auf jeden Fall noch hin. Glaube ich. Ach, hier kann das nur noch so sein. Stimmt. Hier haben wir die 2. Ist das hier eine 5? Und eine 1. Hier ist die 4. Das heißt, hier haben wir die 1. Und die 5, 4. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine 3. Hier haben wir eine 3. 1, 1. Zack, 1. Dann kommt das weg. Und da die 2. Hier haben wir nur noch hier die 1. Das ist eine 2 und hier irgendwo eine 1. Sind das schon 9, 2, 4, 6, 8, 9? 5, 4, 5, 1, zack, 1, 2. Okay. Hier haben wir noch irgendwie die 5. Ach, hier unten haben wir noch 3. Das ist nice. Haben wir die 8 schon? Ja, die 8 haben wir auch schon. Und eine 1. Das muss irgendwie die 3 sein. Hier haben wir die 1 und die 2. Das weg. Hier die 1, zack.
1, 4, zack, weg, 3, weg, 2, weg. So, die 4 und die 5. Oh. Okay. Puh. Mega Pikros, Leute. Mega Pikros. Ich trinke mal eben noch einen Schluck. Wir haben da hinten eine 10 auf jeden Fall. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. So kann das markiert werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack, 1, 2. Okay. So. Hier ist auf jeden Fall eine 2. Zack, 1, 2, 3, 4. So. Dann haben wir hier schon mal eine 2. Eine welche? Ach, das ist die untere. Okay. Das heißt, hier unten kommt noch irgendwie eine 2 hin. 1, 2, zack, 1, zack, 1. Hier kommt noch einmal ein Dings hin. Das ist irgendwie die 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kommt weg. Hier kommen was, zwei Xe hin, Felder hin, meine ich. Nicht Xe. Das hier unten muss irgendwie eine 3 sein. Das sind 2 3, lol. Zack, 1, zack, 1, 2, okay. Hier die 7. So, hier ist die 4 irgendwie. 2, 4, zack, 1, 2, 3, zack, 1, zack, 1, 2, 3, 4. Das passt perfekt. Zack. Das hier oben ist eine 1, oder? Das muss eine 1 sein, ja. Hier muss auf jeden Fall die 4 irgendwie auch noch sein. Haben wir die 2 schon mal, okay. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das hier ist eine 1. Das hier muss eine 1 sein. Haben wir hier noch eine 1? Das hier ist eine 2, ne? Ja, es muss eine 2 sein. Hier unten haben wir auch noch irgendwo eine 2. Ach, hier haben wir noch die 2 Einsen, alles klar. Das hier ist die 1. Das hier ist nämlich die 4 und dann kommt hier irgendwie die 2 hin. Irgendwie. Das hier muss irgendwie die 14 verbunden sein. Das hier ist die 6, schätze ich mal. Das hier könnte entweder verbunden... Ne, das muss die 3 sein hier vorne. Ja, das muss sogar hier die 3 sein. Ups. Ne, es hätte auch anders die 3 sein können, ne? Ups. Ja, habe ich wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Ach, hier haben wir die 2 Zweien. Das heißt, hier hinten haben wir die 4 irgendwie. Das hier ist die 2. Hier eine 7, genau. Hier haben wir eine 2. Hier haben wir die 4 irgendwie. So, wir hier unten haben wir die 4. 2. 3, zack. 1, 2, 3, 4. Zack, 1, 2. Okay. 5, zack. 1, 2, 3. Okay, das kann schon mal nicht sein. 10. Jetzt haben wir 9 Felder, ne? Genau. Hier kommt noch ein X. Wie hier die 7. Hier oben haben wir die 2 fertig. Meine Stimme, Leute. Stimme verkackt gerade ein wenig. Zack. Das muss verbunden sein. Und die 2. Zack. Dann haben wir unten die 10. Das heißt, hier haben wir die 4 irgendwie. Das heißt, hier muss geXt werden. Dann haben wir hier auch irgendwie die 4. 2, 3. Also entweder hier beiden oder die beiden. Also hier muss auf jeden Fall einer hin. Aber welcher von den beiden, wissen wir jetzt nicht mehr. Hier muss die 2 sein. Wer anders hätte das hier nicht mehr hingepasst. Das haben wir fertig. Hier haben wir die 3. Hier oben die 2, zack. Was haben wir hier? Hier haben wir die 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6 hier oben. Dann habe ich hier die 4 irgendwie. Ich weiß nur nicht, welcher von den beiden. Zack. 1, 2, 3, 4. So. Hier haben wir noch 2 Einsen. Zack. Das hier. Ist das hier oben eine 1? Ja, ist die 1, klar. Kann nämlich hier nichts mehr hin. Hier die 4 und hier die 2. Dann haben wir hier eine 2. Hier die 5. 2. Hier die 14 irgendwie. Junge, eine 1. Die 3 noch irgendwie. 2, 2, 4. Die 7. So, erstmal alles wegmachen, was schon fertig ist. Immer noch die 4 fertig. Immer noch die 4 fast fertig. So, hier haben wir noch die 1. Hier haben wir schon weg. Hier haben wir alles weggemacht. Hier noch die 2 Einsen. Hier muss noch ein X hin und da unten noch. Hier haben wir die 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh. 4. 4. Jo. Eieiei, Leute, das ist... Ich meine, man schafft es ja noch, wie man sieht, ne? Auch in einer guten Zeit, so 6 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ist eine gute Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt müssen wir 4 Felder drin sein. So. Ich weiß nicht, ob ich Fehler gemacht habe, aber man schafft es ja ganz gut in der Zeit eigentlich. Hier kann eine 1 sein. Prinzipiell hier ist eine 4. Das ist sogar eine 1. Was? Das hier ist eine 1. 1, 2, 1, zack. Zack. Ja, also es war. Es kommt auf. Es sah aus wie eine gute Zeit, so. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe. Aber man schafft diese Rätsel ja auf jeden Fall. So ist es nicht. Hier kann keine 2 sein. Ist das eine 2 oder eine 1? Das muss die 2 sein, ne? Muss die 2 sein, ja. Lul. Ja, also man schafft es auf jeden Fall. In einer ganz okayen Zeit. Auch mit Federn sind 6 Minuten jetzt. Ja, auch ohne Federn sind 6 Minuten jetzt. Echt ganz gut eigentlich, würde ich mal sagen. Also ich finde das eigentlich ganz nett. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier kommt noch eine 6, zack. 1, 2, 3, okay. So, 1, 2, 3, zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, so. Dann haben wir hier eine 1 definitiv. Eine 2 irgendwie. Und kann also keine 5 mehr sein, also ist hier eine 3, 1. 2, zack, 1, 2, das ist hier eine 2. Komme ich hier noch die bei einen Einsen hin und hier noch eine 2, zack. 2, 3, 4, zack. Das da unten ist eine 1. Das hier muss dann irgendwie... Ja, es kann auch eine 1 sein. Ja, es kann tatsächlich sogar eine 1 sein. Aber hier muss auf jeden Fall eine 2 rein. So viel wissen wir. Es kann nämlich hier eine 2 oder eine 1 sein. Das ist nicht so ganz bekannt. Hier ist auf jeden Fall eine 1. Hier ist eine 1. Dann haben wir die 2. Das ist eine 1. Dann haben wir das hier. Ist sogar die tatsächlich eine 2 und eine 1. Lol. Also manchmal, ne? Denkt man sich so, nee, das kann doch gar nicht sein. Oh nein, es ist doch so. Heilige. Das hier könnte auch eine 2 sein. Hier haben wir eine 5 noch irgendwie. Muss auf jeden Fall noch einen höher gehen. Ob das hier jetzt anfängt, wissen wir nicht. Das muss auf jeden Fall... 1, 1, zack, 1, 2, 3. Auf jeden Fall muss hier noch einer hin. Dann haben wir eine 2, dann kommt das weg. Die 4... Oh.
Bin ich hier noch irgendwas? 1, 2, 3, zack, 1, nee. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir wissen, dass hier ein 2 oder eine 1 ist. Weil das hier könnte auch die 2 sein. Weil hier safe noch eine 3 hinpasst. Nee. Hier muss irgendwo eine 1 sein. Weil hier irgendwie die 2 ist. Die 2... muss hier hin. Weil das anders sonst nicht mehr hinkommt. Hier mit der 5 noch. Haha, Leute. Ich hab die Tricks. Zack. Zack. 3. Njum. Alles weg, Xen. Zuerst machen wir jetzt hier die weiter, ne? Zack. Hier noch weg. Oder? Ja, doch. Hier die 6. Das kann weg. Wir hier die 2. Die 3 fertig. Zack. Hier haben wir die 4. Dann ist das hier irgendwie die 3. Wenn die 3 jetzt hier hingeht, könnte das... Nein, das muss hier also eine 2 sein tatsächlich. Also können wir das hier weg-xen. Was einzig Logische. Mit der 1 noch dazu. Hier unten muss irgendwo die 1 hin. Irgendwo hier sein, schätze ich mal. Das hier ist eine 1. Das heißt, wir haben hier eine 2. Das heißt, wir haben hier eine 2. Also ist hier die 1 und die 2 hier. Zack. 1. Zack. 1. Zack. Weg. Das sind 3. 2. Zack. Zack. 1 und 1. 4. 2. 4. 1. 3. Haben wir gut geschafft. Parts gehen jetzt immer so 22, 25 Minuten so, ne? Weil ich schaffe ja 4 in einem Part. So. Wir haben echt noch 4 vor uns, ne? Mikros wird auch noch anstrengend, Leute. Aber gut, Leute. Das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!